Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte Info Thüringen. Wie man sieht, auf Feld 38 läuft die Aussaat ganz gut. Wir werden gleich beginnen mit den Kalkstreuten auf Feld Nummer 48. Mit dem Kühenfutter hat auch noch nicht geklappt, keine Ahnung. Muss ich mir das noch schlau machen? Hier berechnen wir mal einen Kurs. 48, wir machen zwei Vorgewände. Einmal, wir machen lieber zweimal. Bei Kalk ist es nicht 30 Meter. Es sollen 19,5 sein. Was stimmt dazu? Einstellen. Wenn wir leider das nächste Feld machen, das Nachbarfeld Nummer, ja, muss man mal merken. »49 kommt zuerst. Mal gleich in Grün. 19,5. Zwei Vorgewände und 49. Dass so mit dem Kühn nicht so klappt, das ärgert mich ein bisschen. Aber kann ein Anfangsfehler sein. Also muss ich nicht unbedingt jetzt von mir liegen, dass der Karte noch einen kleinen Fehler hat vielleicht. Ich probiere was anderes. Ich werde mal den kühlen Gras geben, die Terraforming. Da kann man ja was machen. Und zwar ist jetzt hier modulieren. Das wollen wir nicht. So, mal schauen jetzt. X 2. Wir geben ihm mal Gras. Das ist zwar nicht jetzt die Ideallösung. Vielleicht klappt er mit dem Füttern im Sommer und im Frühling. Im Herbst. Und sie haben erstmal Futter. Ist nicht ideal, aber die fangen immer nicht, wenn es klappt. Und wenn sich das verschlechtern sollte bei der Gesundheit, dann muss ich zum Äußersten greifen und die Tiere verkaufen. So, da haben wir Gras. Schauen wir mal rein bei Tiermenü, ob das auch entsprechend angezeigt wird. Noch nicht. Sehen, Gruppen, Flügen. Dazu haben wir aktuell keine Zeit. Ja. Das muss ja hier irgendwo Fahrzeug einstellen, Fahrzeug. Irgendwo muss man hier abkippen können. Hier muss irgendwo ein Trigger sein. Denn hier ist das logische. Tja, aber ich finde nichts. Ja, schöne Aussicht haben wir auch. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Bisschen zu weit gegeben. Ach gut, egal, das ist nicht tragisch. Ja, mal gucken, ob wir noch etwas anderes machen müssen. Düngen. Hier ist Düngen der perfekt.
Hier ist Düngen auch perfekt. Und hier müssen wir auch nochmal düngen. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen hier noch düngen. Das heißt, da wir kein Fahrzeug frei haben, müssen wir sehen, dass wir uns... den LKW mal in Richtung hochbringen. Ich habe das so schön aufgeladen. Ich meine, gut, normalerweise ist das wurscht, aber bei Regen nicht. Das heißt wieder... Oh. Gibt's doch gar nicht. Wir haben noch gar nicht gespeichert und neu geladen. Ho, mit Navi. Ja. Mit Mischfutterwagen probieren. Vielleicht klappt das eher. Wäre eine Option, ne? Wir werden erstmal sehen, ob wir das Stroh und Heu. Ich hätte gerne ein paar Strohballen extra gehabt. Aber wir können einen Futtermischwagen kaufen. Aber nicht mal heute. Wir müssen ja noch sehen, ob wir den Kalkstreuer Nachschub kriegen. Das wird ja nicht reichen. Sehen. Jedenfalls werden wir sehen, dass die Kühe versorgt kriegen irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht hilft ein bisschen Gras schon. Die erst ein bisschen Gras haben. Und zur Not werden sie alle verkauft. Oder so eine Nachbarweide gebracht, wo eh schon Gras steht. So, Nachschub, Vermischfutter. Wenn wir Glück haben, behalten wir noch einen Strohball übrig. Das ist typisch. Z. Die wollen noch ein paar Wahlen übrig behalten. Silage, Heu, Stroh. Ah, das passt. Müssen wir schauen. Ob wir das irgendwie in den Stall reinkriegen.
Und da ist nämlich trocken. Die werden gleich verkaufen. Tierhaltung. 50.000, 17.000. Jo. Noch geht's. Na, was sagst du denn? Futterbeschwein! Aha! Nur einer findet, der durch Stroh reinkippt. Wir müssen auch mit dem Radlader dahin düsen. Aber normalerweise wird man doch. Oder ist der Hänger vielleicht zu hoch und Trigger her mäßig? Ich weiß es nicht. Alles möglich. Leider ist er nicht der schnellste. Ja, so ein Sauwetter. Tja, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir Geld kriegen, ne? Das heißt, wenn die Aussaat Dünger erledigt ist. Oh, Dünger, oh ja. Wenn wir Holz verkaufen. Ah, Rüben, wer macht hier Rüben? Wir können ja hier Futter ein bisschen reinmachen. Aber ich wollte immer Stroh testen. Ah, soll ich heute noch wissen, das weiß ich genau. Das wollte ich heute noch wissen. Ob das mit dem klappt. Also, gut, das ist kein blauer Himmel, aber hinten ist blauer Himmel und hier ist Regen, na gut. Ja, gut. Das ist nichts perfekt, ne? Also Dürre haben wir das noch nicht. Kalk ist fast leer. Das ist typisch. Aber mit dem kann man gut einen Stall rein raus, das ist mal nicht schlecht. Und der kann auch näher ein Silo oder eine Silage aufnehmen, wenn wir in der Wort haben. Verbandarbeit, das klappt. Das geht. Sollte auch reichen, das Saatgut. Ein Vorteil, wenn ich am Rand arbeite, das Saatgut ausreichend ist. Uhr. Na gut, heute Sonntag. Ich kann ich so nicht einschlafen. Und von daher ist es nicht ganz so tragisch. Warum werde ich geredet? Zur selben Zeit wäre unmöglich. War nicht mehr lange, dann habe ich auch ja Spätschichten, dann ist das nicht ganz so tragisch. Dann kann man am Montag auch ein bisschen länger schlafen. Jetzt kriegen wir aber hier kein Stroh rein, das wird fest. Futtermisch könnten wir reinkriegen. Jetzt wäre so ein Strohlager nicht schlecht, aber haben wir nicht.
Aber so einen Strohballen reinkippen mit einem Radlader, das geht. So, der Radlader ist noch mal Händler noch. Ja, was soll's. Da, move. Zum Glück klappt besser. Das heißt, da haben wir noch nichts zu tun. So. Wurf 1. Ja, Bäume fällen und Bäume pflanzen. Das war noch mein Ziel. Dass wir dann nächstes Jahr die ersten 200 Bäume zu stehen haben. Aber mal schauen. So, erinnern sich ein bisschen besser. Bisschen. Anfangs ein bisschen blöd, weil die ganzen Fahrzeuge noch mal zweiter sind. Nicht da, wo sie sein sollen. Aber das ändert sich bald näher. Oder noch einen Viehtransporter kaufen, Anhänger, Nachbarweide hinbringen, umsetzen. Normalerweise würde Tiere übertreiben, aber es funktioniert ja so nicht. Und verkaufen und kaufen, da keine Lust zu. Tiere ein bisschen Futter hätten, das wäre nicht verkehrt. Ob Heu oder Gras oder Silage, egal. Ob da irgendwas. Mit Vollgas voraus, ne? 1, 2, 4, 5, 6, ja. Das wäre jetzt die Freitagfolge, rein rechnerisch. Ja. Sollte heute eigentlich letzte sein für diese Aufnahme-Session. Weil ab heute gerechnet Sonntag, Donnerstag kommt vielleicht die Vierfach-Marschhaus. Dann würde ich lieber gleich Umzug vollziehen und da werde ich dann auch ein bisschen, na, Stress habe ich denn keins, aber dann habe ich am Wochenende Zeit zum Umzug und brauche ich mir jetzt nicht die Türen halt fertig, ne? Kalk ist fast alle. Naja gut, okay. Stehen die Jungs erstmal noch eine Weile. Und der erste ist fertig mit Mais, das ist gut. Nicht schlecht, ne? Das ist eine große Fläche. Aber wenn vier Maschinen arbeiten, ist schon zu sehen. Dann kann der Mais wachsen. Wenn wir brauchen, dann wird noch ein Haufen Arbeit werden. Wenn wir den Getreide verkaufen, Weizen, Hafer, Gerste, soweit ich weiß jetzt, Erinnerung. Dann werden wir hier Raps reinbringen müssen, Raps und Soja. Also ich hatte Futterbestand nicht gekauft wegen Mischen, sondern wegen einen Stall reinbringen. Weil ich glaube, der hat dann vielleicht vermute ich mal einen anderen Punkt zum Auffüllen. Dazu ist, weiß ich nicht.
So. Machen wir zu. Wenn es schlecht wird hier. Immer kommt so eine Änderung der Anzeige. Abdeckung öffnen, rechts, aber abkippen tut nichts. Ja, haben wir auch schon probiert. Die beiden Gasscheiben und Autogang, das war mir klar. Also mal laufen. Ups. So, C. Wir müssen noch mindestens ein paar Ballen. Also die Bäume müssen hier weg, sonst auch nichts. So, auch klappen, ausschalten, B-Position, gibt ja Mist, mittendrin Mist, gut, Z, Upload. So. X. Zumindest mal Heu reinfahren. Nur einen, ne? Ich muss mal sehen, ob wir den anderen hinkriegen hier. 13. Weil er blockiert die anderen. Gehen wir mal mit Nahrbein gleich. Das ist gut. Wenn die Maus ein Nachbarmonitor ist, ist nicht gut. In der Lenkung. Neuerdings spinnt die wieder. Wegfahren können wir immer noch. So. Stellen wir auch dahin. Haben wir die Ausfahrt erledigt. Sehr schön. Und wie sieht's aus? Glaube, das ist gut so. Das ist sehr gut gemacht. Wie gesagt, die wegfahren zum Hof, das können wir auch noch später machen. Nicht so ehrlich. Wichtig ist, dass immer drin ist. Ist auch voll gedüngt. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Letzte Aktion ist heute mit der Aussaat. Fertig. Meistens drinne.
Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao. Dann sehen wir uns am Samstag wieder oder auch nicht. Eure Entscheidung. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Danke schon mal voraus. Ja, das ist Schluss, Freunde. Ciao, tschüss.